Rebel soul child, got a fist ball. I'm a respawn of ancestors, and I'm blessed, huh? They are not him, tell him fess up, I can check stuff. Ich habe gerade zwei ES3 von deiner Farm kommen sehen. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Konnte leider nicht hinterherfahren, weil die schneller waren. Was geht ab? Miguel, Alter, du lebst ja noch. Hola, ich habe gerade deine SMS gelesen. Das war vor ein paar Tagen am Abend. Und Die sind auf jeden Fall von der Farm selber. Ob sie drinnen waren, weiß ich nicht. Das konnte ich nicht sehen. Aber die sind von da gekommen, wo dein Auto stand, ne? Vielleicht wollte ihm ein Auto stellen oder so. Ich weiß das nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schreibe dir lieber. Ich habe auch nur gesehen, dass ein Auto da stand. Aber du hast nicht gesehen, was auf den Kennzeichen drauf stand oder so etwas? Nee, leider nicht. Warte mal, das ist Audi gewesen, hast du gesagt? Ja, Audi RS3 müssten das gewesen sein. Woran erkenne ich, dass das RS3 ist? Kleiner schwarzer Audi mit schwarzen Scheiben. Und es steht vorne RS3 drauf? Ich kümmere mich mal kurz um was. Alles klar. Hola. Abend. Du sag mal, ich habe mal eine Frage an dich. Ja, frag mal. Ich nehme an, das Auto da vorne gehört dir. Ja. Okay, was hast du vor 3 Tagen an meinem Farm gemacht? Was habe ich? Vor 3 Tagen, was hast du an meinem Farm gemacht? Deine Farm? Sieh! Was für eine Farm hast du? Was für eine Farm? Da vorne sind... Da vorne, wenn du fahrst du da rein, du kannst du fahren. Und du bist du da gewesen, mit diesem Auto. Vor 3 Tagen? Sieh? Das kommt nicht hin. Willst du mich waschen? Lügst du mich an? Nö, ich habe den ganzen Tag Holz gemacht vor 3 Tagen. Ich glaube dir kein Wort, Mann. Dann nicht. Soll ich dich abstechen? Aus welchem Grund? Weil du lügst du mich an! Was du hast du gemacht mit deinem scheiß Fahrzeug vor 3 Tagen an mein Farm? War doch nicht. Na siehst du, weil kein anderes Farm hier ist. Ich war nicht auf der Farm. Findest du lustig, oder was? Ich weiß nicht, was du mir hier unterstellst. Alter, hast du schon mal einen Stich gekriegt in deinen Bauch rein? Nein, muss ich auch nicht austesten, aber ich war trotzdem nicht auf der Farm. Okay, wie du kannst du beweisen, dass du bist du nicht auf Farm gewesen? Ich war mit meinem Kumpel da, beim Sägewerk. Und du bist du vor 3 Tagen den ganzen Tag Sägewerk gewesen? Ja, von morgens bis abends. Warum bist du den ganzen Tag Sägewerk? Irgendwie muss man ja Geld verdienen, ne? Wie ist der Name von deinem Kumpel? Brian Boswell. Okay, woher kommt der? Wann hat der Geburtstag? Er hat an dem Tag Geburtstag und er kommt aus Los Santos. Na gut, hast du noch mal Glück gehabt? Ich glaube dir nicht. Aber kann trotzdem sein, dass ein anderer war. Wie gesagt, ich war den ganzen Tag am Sägewerk mit ein paar hundert. Gib mal deinen Ausweis. Jonas, okay, hier hast du wieder. Viel Spaß noch, Jonas. Ja, danke. Glück gehabt, kleiner Drecksack. Bin ich bestimmt angelogen. Alter, hast du Behinderung oder was? Tut mir leid. Was du hast du für ein Problem? Der ist nicht gut mit dem Führerschein. Nicht gut mit Führerschein? Was machst du auf Straße? Du hattest du mich fast umgebracht gerade. Das bezweifle ich ja weniger. Das bezweifelst du eher weniger. Das bedeutet, dass du das genauso siehst, du Idiot. Vielleicht. Die Karre ist ein bisschen rutschig, tut mir leid. Bisschen rutschig und bisschen Beule drin. Hallo, das muss jetzt wohl eher weniger sein. Ich weiß nicht, meinst du eher weniger oder eher ein bisschen mehr? Weniger. Fahr anständig, Mann. Wenn du mich nochmal fast umbringst, steck dich ab. Na, fahr! Mach doch Stress, Mann. Bitte. 2 gegen 1, Miguel hätte verloren. Locker. Was geht ab? Was ist denn da los? Was geht ab? Was ist da los? Ja, so schnell in so kurzer Zeit. Was meinst du, weil ich wieder hier bin, oder was? Ja, das ist ein seltener Anblick, aber ein erfreulicher Anblick, was soll ich dir sagen? Im Knast bin ich nicht zumindest. Ich bin mal kurz unterwegs. Mhm. Viel Spaß. Soll ich mir lieber irgendetwas anderes anziehen, damit ich damit nicht in eine Berührung komme? Wäre besser, da müsst ihr uns tatsächlich lange Klamotten für anziehen. Komm, wir fragen zum Kleidungsladen. Was mit euch? Guck mal, ihr könnt doch wenigstens mitkommen, Tiberius holen. Also ich würde mitkommen, aber ich kann nicht mitsammeln. Kein Problem. Komm, wir gehen uns umziehen. Ja, okay. Okay. Ola, ich brauche irgendwas, was mich vor gefährlichen Sachen schützt, bitte. So ein abweisenden Jacke oder irgendwas. Oh. Ich will auch sowas, was ihr habt. So, also Maskenladen. Ja. Okay, Abfahrt. Was ist jetzt los?
Hey du! Hey du! Wer du bist du? Wer bist du? Komm mal aus dem Auto raus. Warum sollte ich? Weil ich das sage. Gut sein, Miguel. Ist okay. Komm mal da raus jetzt! Bruder, lass einfach aussteigen, komm. Steig aus, Bruder. Steig aus, steig aus. Miguel, die Jungs sind okay, alles gut. Das ist egal, ob die okay sind oder nicht. Wer du bist du? Ich bin Sammy, Mann. Wer bist du? Sammy was? Sammy! Alright. Okay, Sammy, was hast du vor 3 Tagen an meinem Farm gemacht? An deiner Farm? Sie? Wer bist denn du? Was hast denn du für eine Farm, Mann? Warte, ich muss gucken, welche Richtung. Diese Richtung! Scheiße, Mann, da war ich nicht. Da war keine Farm. Du bist nicht mit diesem Fahrzeug vor 3 Tagen dort an meinem Farm gewesen? Nee, Mann. Absolut nicht. Bist du sicher? Ganz sicher. Okay, dann ist Verwechslung. Hau rein! Ja. Ich hab immer ein Glück, Bruder, ne? Ja? Du bist so ein Wichser, der hat einfach mal in... Ach, lass dich überreden. Viel Glück beim Suchen. Ja, was ist denn an der Farm passiert, Miguel? Ich suche so einen Typ mit diesen Autos. Die machen da irgendwie Stress an den Farm und sind da irgendwie drin rumgeschlichen und so. Deswegen will ich den abstechen, der da war, und der fährt genau diesen Auto. Boah, das wird aber eine schwierige Suche, ne? Ich sehe, deswegen halte ich einfach jeden an und will den abstechen, der den Auto hat. Achso, ja gut. Da ist noch ein Erster. Wo? Hinter dir, willst du den auch noch fahren? Der ist gerade hier reingefahren. Sie. Der ist jetzt beim Organhändler. Ja, der steht da auf dem Hof. Ah ja. Hey du. Wer du bist du? Ja, wer bist du, Kumpel? Das spielt überhaupt keine Rolle gerade. Wer du bist du? Ja, es ist echt egal, wer ich bin. Was ist los? Ist nicht egal. Sag mir, wer du bist oder ich stech dich ab. So ein Ding ist das. Ah, so ein Ding ist das. Bist du ganz sicher? Wer du bist du? Wer bist du denn, Kumpel? Wer du bist du, hab ich gefragt. Willst du einen Stich oder was? Du willst mich abstechen, ja? Okay, pass auf, ich zähl bis 3 und ich stech dich ab, wenn du nicht sagst, wer du bist du. 3. Jetzt sein lassen. Au, ja, okay, okay. Ich kommst du her jetzt? Ja, ist okay. Ich mach dich zu einem Käse. Ja, ja, entspann dich, au. Wer du bist du? Ja, entspann dich mal, komm mal runter, wer bist ich du überhaupt? Ich mach überhaupt keine Entspannung. Wenn, guck mal, ich komm zu dir, ich frag dich, wer du bist du? Ja, Digga, doch. Dann bist du genau der, den ich suche. Ja, wer bin ich denn? Keine Ahnung, wer du bist du? Mutamba, wer bist du? Okay, ich habe eine Frage. Was hast du vor 3 Tagen an meinen Farm gemacht? Ja, willst du mich gerade verarschen, Digga? Wer bist du? Digga, was soll die Scheiße hier? Wasserhahn, um ja, dich kurz aufzuklären, okay? Ja. Du kennst ja Miguels Farm oben, ne? Ja. Da sind wohl Leute mit schwarzen RS3 rumgeschlichen und jetzt sucht er diejenigen, die da drin rumgeschlichen sind. Warum du bist du vor 3 Tagen an den Farm gewesen? Also... Bist du da gewesen oder nicht? Was weiß ich, was soll ich an deiner Farm? Nein! Okay, dann ist ja, Verwechslung, hau rein. Digga, will der... Digga, was... Was jetzt? Was los, komm, wer weiter oder was? Achso, du was? Sollst dir einen Arzt rufen wegen den Stich, den ich dir gegeben hab. Ja, ja, weiß ich selber, Kumpel, ne? War ziemlich dumm. Was war dumm? Ja, dass du mich hier angreifst. Warum war das dumm? Ja, was soll das? Was soll das? Hab ich ja. dir eine ganz normale Frage gestellt oder nicht? Hab Digga, ich dich bedroht und du willst du immer noch nicht Frage beantworten oder nicht? Digga, du kommst hier an. Und frag, wer du bist, du. Ist eine Person, ja. Sie. Und ich frag dich, wer du bist, so. Und ich hab dir ganz klar gesagt, entweder du sagst du, wer du bist, du, oder ich geb dir einen Stich oder nicht. Ja, weißt du, wo du hier bist? Bist hier in Sandyson. Ist mir scheißegal. Und jetzt, was ist hier in Sandyshores? Ja, mach zu, Kumpel. Ich hab was angegriffen. Alter, willst du auf den Fresse oder was? Ja, ist okay, alles gut, okay, jetzt passt. Willst du in ja, den Fresse? Nein, alles gut, alles gut, alles super. Passt schon, alles super. Entschuldigung für die Störung, ich suche mir einen Arzt, alles gut. Ach, Scheiße, voll am Arm, ehrlich, Digga. Ich hab dir ganz normales Frage gestellt. Ja, ja, du hast voll. Ja, hör zu, das ist. Aber du machst du hier auf keine ja, Ahnung ja. und erzählst du mir, wer, keine Ahnung, was du bist, du. Nee, ist mir scheißegal, was du bist, du. Ja, ja, alles klar, Miguel, passt, passt. Das musst du auch eine Reparatur machen. Wir sollten hier ganz schnell jetzt weg, Miguel. Komm, Miguel. Ja, na. Ja, ich ruf eben den Heli. Hast du nochmal draufgehauen? Ja, mein. Vollidiot. Dann rückt er da auch nichts. Ja. Ich hab dir den jetzt in den Fresse gehauen, oder was? Ja. Warum? Ja, weil wir sonst später Stress mit denen haben, darum. Warum? Ja, weil wir dem jetzt das Licht ausgeknipst haben und, ne? Hä, hey, ich hab dir nur einen Stich gegeben! Ja, Miguel, du hast nicht so viel Kontakt mit Wasserhahn, wie wir den haben, so. Und auf den hast du nicht gerade Bock. Dann bleib am besten hier stehen, weiter kommst du mit Steife eh nicht. Einfach hier stehen bleiben. Also weiter als hier gehe ich nicht, Miguel. Alter, leck mich am Arsch! Was zum Teufel? Alles strahlt!
Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das in so einem Schuppen ist, ja? Also ich hätte irgendwie gedacht, woanders, aber krass. Mhm. Müssen wir einmal den Kofferraum aufbauen. Oh, das ist ja 6. Sie, aber warte, lass mich erst den Folie auch dorthin legen. Ja, das wäre besser. Hier, nur auf den Folie legen und dann klappen wir das gleich drüber. Also ich glaube, oh, guck mal, das ist aber eine Menge, das reicht doch, locker. Ja, also wie du willst, ne? Aber guck mal, ne? Wenn Isaac nachher da ist, ne? Mhm. Können wir denen das vielleicht verschweigen? Das ist schwierig, wenn wir ihm das verschweigen, wenn dann ein Echo von Wasser ankommt und dann fragt er, woher kommt das jetzt auf einmal? Okay, passt auf, dann... Ah, ich weiß nicht, wann der aufsteht. Wir erzählen ihm so, wie es gewesen ist. Ist doch nicht schlimm, Miguel. Ja, aber ich will ihm das erzählen. Aber ich weiß nicht, Alter, wirklich, bis der da ist, bin ich schon dreimal am Schlafen. Ich wollte gerade sagen, das ist das Problem, ja. Vor 22, 23 Uhr wird er nicht da sein. Vielleicht habe ich Glück und wir fahren jetzt dahin und Isaac ist da. Guter Witz, Miguel. Ich glaube, wenn der aus dem Haus kommt und das hört, geht er einfach wieder schlafen. Witzig ist, wenn der Typ ihm gerade eine Waffe rausgeholt hätte, ne? Anstatt dem Messer, wäre ich ziemlich am Arsch gewesen. Ich habe keine. Ich habe auch einmal, ich habe Geiselnahme gemacht, ohne dass ich irgendetwas dabei hatte. Ja, wir haben ja dabei, Miguel. Pass einfach hier. Oder stell da hinten genau in die Ecke. Abschließen nicht vergessen. Ich hab ich. Wir gucken morgen. Der wird wahrscheinlich aufstehen, er spricht mit dem, der geht wieder schlafen. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, ja. Möglich. Wenn der nur hört, wenn ihr schon anfangt, den Gespräch mit Isaac, wir müssen dir was sagen, Miguel war heute da, dreht er um, geht er wieder schlafen. Davon kannst du ausgehen. Oder er fragt vorher noch, was hat er dieses Mal für ein Mist gebaut. Okay, pass auf, dann fahre ich nach Hause, ich überlege mir Plan und morgen Abend bin ich hier. Okay. Okay, haut rein, bis morgen. Ja, gute Nacht, Miguel.